Kolev, unser Stargast bei ZIP. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und im Film Wunderkinder können Sie ihn ab heute im Kino erleben. Elin Kolev spielt darin Abrascha, einen Violinisten, der vor den Nazis um sein Leben spielen muss. Das wahre Leben von Elin ist weit weniger dramatisch, aber nicht weniger spektakulär. Die Carnegie Hall in New York kennt er. Seine eigene CD hat er. Kennern ist er schon im Begriff. Einen anderen wird er jetzt einer. Musikalisch nämlich hochbegabt und sympathisch. Und wie es dazu kam, zeigen wir ihn erstmal. Wenn dieser Junge aus der Schule kommt, spielt er Geige. 3 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und das seit 9 Jahren. Was er mal werden will? Geigenvirtuose. Elin Kolev ist 14 und gilt schon jetzt als Ausnahmegeiger, als Wunderkind auf seinem Instrument. Erster und immer noch wichtigster Lehrer ist sein Vater, Marian Kolev. Elins Eltern kommen aus Bulgarien. Ihr Sohn ist ein waschechter Sachse aus Zwickau. Schon mit 5 Jahren weiß Elin, dass die Geige seine Zukunft sein wird. Er tritt auf, seit er 8 ist. Zunächst in Deutschland, dann auch international. Im Jahr 2009 geht er auf seine erste Amerika-Tournee und begeistert das Publikum in der legendären New Yorker Carnegie Hall. In seiner Heimatstadt Zwickau ist er jetzt schon der Star, der Geiger Elin Kolev. Und wenn er mal nicht Geige spielt, dann spielt er einfach Gitarre. Das war natürlich scherzhaft gemeint. Es ist immer die Geige, nie die Gitarre. Aber trotzdem, erstmal herzlich willkommen noch einmal, lieber Elin. Und ich darf du zu dir sagen, mache ich auch einfach. Wie sieht das aus, wenn du nicht Geige spielst? Wie sieht deine Freizeit aus? Ja, also ich gehe auch tanzen und ja, ich mache eigentlich alles, was ein Teenager auch macht, Facebook, alles Mögliche. Also die Zeit bleibt? Ja, natürlich. Also wenn man sich den Tag richtig einteilt, dann schafft man das alles schon irgendwie. Was ich mir schwierig vorstelle, weil ich habe gelesen, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, aber wenn man so 3 bis 4 Tage mal nicht wirklich intensiv übt, was ja einem Teenager durchaus mal passieren kann, dass er irgendwie was anderes im Kopf hat, dann fängt man nicht von vorne an, aber man hat einen extremen Abfall im Können. Wie macht sich das bemerkbar? Ja, also es ist schon so, dass man bei Geige sehr schnell irgendwie was verlernt, wenn man mal ein paar Tage nicht spielt. Das macht sich besonders an den Fingern bemerkbar. Da geht einfach das Training weg, die Muskulatur schläft ein bisschen ein und man braucht einfach ein bisschen länger, damit man einfach wieder in Form kommt. Und kommt dir das Üben manchmal auch aus den Ohren raus? Ja, natürlich. Das ist ja eigentlich wie auch im Job. Es macht nicht immer Spaß, aber das Üben ist einfach was dazugehört und als Highlight kommen dann sozusagen die Konzerte. Das ist schön, dass du gerade also wie im Job sagst, weil gerade habe ich dich, bevor wir hier on air waren, gefragt, wie sieht es aus? Du hast ja eigentlich Schule, kommst heute direkt aus der Schule, hast eine Physikarbeit nachgeschrieben, wusstest auch gar nicht mehr, warum du die nachschreiben musstest, weil eventuell warst du zwischenzeitlich mal bei Carmen Nebel, hattest da einen Termin wahrzunehmen. Ja. Ist dein Terminkalender wirklich so knackevoll? Also es ist jetzt nicht übermäßig, aber es gibt so Situationen wie zum Beispiel heute der Filmstart ist und da drumherum tummeln sich dann natürlich schon ein paar TV-Auftritte und Artikel in der Zeitung und so. Aber es ist jetzt nicht übermäßig so, dass ich überhaupt nicht mehr denken kann. Und deine Freunde, kommen die alle, Kumpels so aus der Musikszene oder auch Leute, die gar nichts damit zu tun haben, einfach nur gerne Fußball spielen oder... Ja, ich bin in einem Musikgymnasium und meine ganze Klasse ist tiefmusisch, also das Profil. Und demzufolge spielen alle ein Instrument oder singen und ja, also sie verstehen alle, was ich mache. Mhm. Wunderkinder heißt der Film, der jetzt heute in die Kinos kommt. Als Wunderkind wurdest du auch schon des Öfteren bezeichnet. Ist das so ein Label, was du gut findest oder was dich auch manchmal vielleicht ein bisschen anstinkt? Naja, also an sich solche Attribute, das sind ja so Sachen, die man sozusagen
den Zeitungsartikeln in der Überschrift liest, damit sozusagen die Leute den Artikel lesen oder interessant finden. Also ich persönlich halte nicht sehr viel von dem Begriff. Es ist einfach was man sozusagen braucht, sage ich jetzt mal. Aber ich selber bezeichne mich nicht als Wunderkind. Ich bin einfach Geiger von Beruf her und das sieht man. Dann bleiben wir einfach mal nur beim Titel Wunderkinder. Der Titel des Holocaust-Dramas, das jetzt heute in die Kinos gekommen ist und Ellen spielt darin eine Hauptrolle. Vorschlag. Wenn die beiden Judenkinder, was ich bezweifle, ein fehlerfreies Konzert abliefern, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass sie aus kulturellen Gründen am Leben bleiben. Wenn nicht, passiert mit ihnen das, was unser Reichsführer SS angeordnet hat. Sie wollen die Kinder um ihr Leben spielen lassen? Ellen, wie bist du zur Rolle gekommen? Casting, beworben, einfach auf dich gekommen? Ja, der Regisseur hatte schon was von mir gehört über seine Frau und er hat der Castingfirma Bescheid gesagt, dass sie mich mal anschreiben sollen. Und dann habe ich halt eine E-Mail bekommen und ich fand das ganz interessant, es war was völlig Neues für mich. Und dann bin ich einfach nach Berlin gefahren zum Casting. Ich meine, kann ja nicht schaden, das mal auszuprobieren. Klar. Dann hat es halt geklappt. Und du hast zusammengespielt mit Mathilda Adamek und mit Imogen Burrell. Imogen am Klavier, Mathilda auch an der Geige. Ist daraus eine Freundschaft geworden? Seht ihr euch ab und zu? Ja, also Freundschaft auf jeden Fall. Es ist natürlich schwer, sich zu sehen, weil die beiden in Berlin wohnen und ich in Zwickau. Mhm. Aber wir sehen uns schon ab und zu. Okay. Und von den Großen, die da mitspielen, Kai Wiesinger zum Beispiel ist mit dabei, dann ist Gudrun Landgräbe dabei. Konntest du dir was abgucken? Sind die mal auf dich zugekommen und haben gesagt, gib dir mal einen Tipp, wie du dich vielleicht noch besser in die Rolle reinfindest? Ja, also es hat mir am meisten geholfen, als ich so Dialoge zwischen Gudrun Landgräbe und mir zum Beispiel hatte. Sie hat mir einfach in ihrem Dasein geholfen, dass sie schon da war und mit ihrer Mimik, mit ihrer Überzeugung in der Rolle drin zu sein, das hat einfach schon geholfen, sich noch besser reinzuversetzen. Kannst du dir vorstellen, weiterhin so Schauspielerei zu betreiben? Natürlich, sehr gerne sogar. Ja, sehr gerne. Ist er auch gerade dabei, gibt auch ein neues Projekt, geht auch um einen Geiger natürlich. Und dann gibt es das Projekt hier, die CD. Genau. Was erwartet den Zuhörer da drauf? Ja, also das ist eine ganz breite Palette von Stücken. Es ist meine Debüt-CD, meine erste CD. Und also es sind so kleinere Stücke, aber es geht wirklich von Vivaldi über Sarasate. Also es ist für jedes Ohr was dabei. Wenn du jetzt von Vivaldi sprichst, gibt es da auch so eine Seite bei dir, wie zum Beispiel Jay-Z, oder gibt es auch einen Robbie Williams, den du hörst, oder vielleicht mal eine, weiß nicht, Beyoncé? Natürlich, also ich bin ein ganz normaler Teenager, natürlich höre ich auch die Charts oder alles Mögliche, also ich bin eigentlich ganz offen in Sachen Musik. Mhm. Und Papa ist weiterhin dein Coach, der darauf achtet, dass auch alles eingehalten wird? Was jetzt das Training angeht, ja, das Musizieren. Mein Vater, also wenn ich zu Hause übe sozusagen, kommt er ab und zu rein und gibt mir ein, zwei Anweisungen, aber an sich studiere ich in Karlsruhe bei Professor Richting. Und in Zwickau, ich weiß, dass man da Zwicke sagt, habe ich mir gerade von Angela sagen genau. lassen. Wie gehen die Leute da mit dir um, wenn sie dich auf der Straße sehen? Also da bist du ja bestimmt ein Star. Naja, also manche erkennen mich schon und dann gibt es halt ein kleines Geflüster oder ein Lächeln, aber es ist jetzt nicht was Nerviges oder so. Es ist eigentlich schön. Also es macht manchmal auch Spaß. Klar. Ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Na, und wir werden bestimmt noch ganz, ganz viel von dir hören. Wir freuen uns jetzt riesig, dass wir dich nochmal an der Geige erleben. Klasse, dass du erstmal überhaupt die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Und jetzt hören wir den ungarischen Tanz Nummer 5 von genau. Johannes Brahms. Ellen Kollew. Thank you.
Kolleff bei ZIP, herzlichen Dank. Vor allem, er ist dann auch zu hören in Berlin im Februar im Kammermusiksaal in der Philharmonie. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Das war mein Tipp.